Hallo, herzlich willkommen, liebe Map-Freunde von Path of Exile. Ja, da sind wir wieder und diesmal machen wir mal eine Map, die wir noch nicht hatten. Nein, falsch, die du noch nicht hattest. Die ich noch nicht hatte, schon. Ja, die ich noch nicht hatte, aber die du noch nicht in Videoformat gezeigt hast. Also das ist wohl so. Also genau genommen doch irgendwie eine andere Map. So. Ja gut, eine andere als vorher auf jeden Fall. Also wir haben sie noch nicht gemacht. Weder im Video oder noch sonst irgendwie. Also auf geht's. Also machen wir es jetzt. Ja. Eine Trugbild, eine Map, Tier 4 oder Stufe 4, wie heißt das jetzt? Tier 4. Every movement is watched, recorded, remembered. Den mag ich nicht, hier gehe ich wieder raus. Du weißt warum? Ich weiß sehr genau warum. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, wie oft sind wir hier gestorben? Erinnere mich nicht daran, echt nicht. Hölle auf Erden, ne? Also so neuere Spieler, die werden das ja nicht mehr kennen, ne? Die werden sich ja denken, was haben die beiden? So schlimm war das gar nicht. Die werden ja nicht mehr das kennen, dass man diese Karte in 3 Schwierigkeitsgraden durchspielen musste. Und dass der letzte Schwierigkeitsgrad, Merciless, absolut tödlich war, wie ich fand. Oh ja, das war kein Spaß. Wie hieß sie noch, bei der wir verreckt sind zum Ende immer wieder? Ich habe ihren Namen schon verdrängt. ja, ich muss überlegen, ich komme da leider wieder drauf. Mann, das ist ja auch nichts, wenn du alt bist. Das war echt nicht schön, reingehen und sterben, ne? Ja. Also im Bruchteil von, ich sag jetzt mal 1,5 Sekunden Überlebenschance. Ja. Das war echt hart für uns. Ja, das war böse. Und wir haben alles probiert. Wobei damals war mein Held auch noch völlig anders geskillt, muss man auch mal dazu sagen. Ja, meiner ein bisschen anders auch noch. Also das ist ja jetzt quasi durch das, also sag mal, mit der Version 3.0 gab es ja ein komplett Reset, ne? So. Ja. Also von daher. Was haben eigentlich die Monster-Level hier? Monsterstufe 71, okay. Also theoretisch, wir hätten eine leichte Chance. Naja, die Monster, die einfachen gehen eigentlich auch noch. Das Thema ist dann eher, wenn du wieder irgendwelche Sondersachen um die Ohren gefeuert kriegst. Das ist dann zumeist nicht mehr witzig. So. Mann, jetzt denke ich immer drüber nach, wie sie heißt. Ist das gehässig. Auf jeden Fall habe ich sie gehasst. Ja. Piety! Piety, mein Lieblingsluder. Ja, genau. Am Anfang war sie echt noch nett, so die ersten Runden, aber dann irgendwie. Ja. Das ist der Pestritzer der Fanate. Oh nein. Also da könnte man ja auch irgendwie so ein. Ich drücke mal auf die falsche Taste, da könnte man auch nochmal so ein. So, da könnte man fast ein Spiel draus machen, ne? Wenn du den blödesten Namen findet irgendwie. Oh ja, ey. Oh ja. Pestritzer der Fanate. Das ist so echt so eine Google-Übersetzung, ne? Ja. So hätten wir beide das wahrscheinlich auch übersetzt. Da haben sich einfach so ein paar Australier hingesetzt und haben sich gesagt, naja, machen wir mal, ne? Ja. Wenn wir schon keine Karten mehr drehen, dann wenigstens sowas. Ja. Wir können Deutsch. Wir können Deutsch. Also Pestritzer, der Vernarbte. Das sagen die in Deutschland immer so. Die sagen auch statt Scary Movie ängstlicher Film. Ja. Wahrscheinlich. Das wäre eigentlich so eine perfekte Übersetzung. Aber man muss sagen, das ist nicht schon gut gelungen eigentlich so im Großen und Ganzen. Ich habe man hat ja immer viel, viel, viel Schlimmeres eigentlich befürchtet. Ja. Ich meine, wenn ich ehrlich bin, habe ich lange drauf gewartet. Ne? Also das muss ich dazu sagen. Leitfähigkeit. Okay. Oh. Also man hat ja irgendwie schon ganz lange. Ich habe auch, ich habe die Gerüchte auch irgendwie immer nicht so ganz. Also die ersten Male war man ja ganz heiß, wenn das dann hieß, kommt jetzt, ne? Ja, ja. Dann hat man die ja irgendwann hat man sie ja gar nicht mehr geglaubt, ne? Nee, das stimmt allerdings. Natürlich mal ein bisschen mit dem da auseinandersetzen.
Das Miese in den Maps ist überhaupt, dass man nie weiß, ob plötzlich der Endboss plötzlich vor einem steht. Oder ob das einfach nur stinke, einfache, blöde Gegner sind. Ja, und oder was weiß ich, weil man so in so eine Arena muss, ne? Dass man sich schon mal mental drauf vorbereiten kann. Ja, ja, und ja, es ja, gibt ja, ja welche, da musst du da nicht rein, da steht er damit einmal. Schattensehne, das ist ja noch ein netter Name. Abscheuliche Berührung hatte der. Da kenne ich aber noch ein paar mehr. Da ist er aus seinem Kokon gekrochen. Na, sowas aber auch. Dumm, dumm, dumm. Hallöchen. Nee, das war ich. Ach du, machst du jetzt auch schon grüne Kreise? Ja, wenn ich sie krieg dann merk, warte mal, wie war das? Sekunde. Zeichen des Assassinen, also das ist ein Fluch, ne? Okay. Wirf 4 Fallen beim Auslösen dieser Fertigkeit, Fallen werden zufällig, bla bla bla. Was macht er denn hier? Ach ja, wird anfälliger gegen kritische Treffer. Okay. Da. Ups, was war das? Das ist, wenn da, ist das so ein Heini gestorben? Ich weiß nicht, wie das heißt. Und wenn ja, der stirbt, dann kommt da so eine wabernde Lavawolke. Mhm. Und die zerplatzt dann, wenn sie dich trifft. Ich mag wabernde Lavawolken nicht. Habe ich das schon mal erwähnt? Falls nicht, erwähne ich es jetzt nochmal. Scheiße. Ja, liegen nur noch die Knochen von dir da. Ja, wenn super, das deine sind, heißt das. Danke, dass du mir das nochmal erzählst, dass ich gleich über meine eigenen Knochen laufen darf. Ich weiß gar nicht, scroll mal hier ein bisschen ran. Das sind die Gebeine von Alt-Ernie. Mhm. Danke, dass du sie deinen Zuschauern das sogar, zeigst. Sogar deine Waffe ist da irgendwie. Hast du so eine komische... Nein, das muss was anderes gewesen sein. Ich denke auch. Meine Gebeine werden da nicht liegen, weil die sich wieder aufgelöst haben. Obwohl, läufst du da lang? Läufst du da richtig? Also ich warte jetzt hier einfach, ne? Ich gehe nicht alleine weiter. Der einzige Weg, den ich laufen kann. Also von ja, der Warte her gesehen... Ich warte hier auf Ernie. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Ja, da sind wir wieder bei dem Grafikkarten-Update. Ich habe ein Grafikkarten-Update gemacht, kürzlich, ja, mal wieder, für Destiny 2. Testweise, damit nichts schief gehen kann, habe ich nochmal ein Update gemacht. Und das gibt aber immer ein bisschen leichte Schwierigkeiten, habe ich dann bei Path of Exile im Anklang. Ich muss dann manchmal dann doch die Config löschen. Ich weiß okay, nicht warum, damit er eben nicht mit den alten Grafikkarteneinstellungen mhm, weiterspielt, sondern die neuen dann nimmt. Ich frage mich nicht, warum. Das ist merkwürdig, weil ich habe gestern erst Grafikkarten-Update draufgespielt. Nvidia hat ja wieder Neues rausgebracht und das Problem habe ich nicht. Also bei meinem System ist ja einiges merkwürdig. So. Da ist er ja. So, haben wir die Zeit gut rumgekriegt. Ja, während du über komische Grafikkarten abhältst. War aber auch ein Ende, dass du jetzt laufen musstest. Ja, ja, ein bisschen. Wilder Schlag. Oh. Nee. Eigentlich will man den Endboss ja gar nicht treffen, ne? Aber irgendwie will man das doch irgendwie dann. Ich glaube auch, dass ja, man weil das muss ja auch einen Sinn haben, ne? Ja. Mann, das ist so ein notwendiges Übel irgendwie. Ja, 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 ja. Mir wird das auch reichen, so die so abzuklappern, die Maps, und dann einfach rechtzeitig wieder zu verschwinden. Sphäre der Läuterung. Ja, was für eine Bezeichnung. Wen oder was läuterst du damit? Wen? Wen? Schriftrolle der Weisheit. Was ist das eigentlich? Hä? Achso. Wer ist das, der scharlachrote Pirat? Ich habe keine Ahnung.
Nee, der scharlachrote Buchstabe hieß der Film, ne? Ja, aber es gab doch auch mal einen scharlachroten Piraten. Gab's auch, ne? Ja, doch. War ich bin da der festen Überzeugung. Oh Mann, das ist ja auch ein Tunnelsystem hier. Da könnte man ja schon echt wieder Schlimmes ahnen. Ich hasse diese. Ich hasse dieses. Ah. Oh, guck mal hier. Soll ich das Ding gleich mal aufmachen? Weil wir machen erstmal hier so ein bisschen. So. Gesorgt weg, was hier noch möglicherweise. So, da hinten ist Vagrant, den machen wir aber danach, glaube ich. So, dann stelle ich mal mein Dings auf. Willst du Fallen aufbauen? Ja. Hast du? Noch nicht ganz, aber egal. Mein Mana ist spent. Alter, was ist mir da denn gerade eben passiert? Da war irgendwie ganz schmerzhaft. Der Typ ist nicht ohne. Holla die Waldfee. Ich weiß gar nicht, ich habe den gar nicht mehr gesehen. Ich habe nur noch mal reingehalten. Plattenschrott. Auch sowas fahre ich hier ab, ne? Schleifsteine. So, eine Münze ich, eine. Du kannst auch zwei haben, wenn du willst. Ich bin immer nicht so ganz mit den. Also schön, dass auch. Also du nimmst ja immer diese Prophezeiung. Also mir geht das immer so. Ich nehme immer die Prophezeiung eigentlich in der Hoffnung, dass ich so ein richtig cooles Ding finde, das, mit dem ich richtig cooles Item bauen kann. Ja, aber man findet irgendwie nur Scheiße. Ja, meistens hast du nur diese Dinge. Also am schlimmsten ist, wenn du dann plötzlich am besten in so eine Karte aus dem dritten Akt oder so zurück musst, um die Prophezeiung zu erfüllen. Sehr sinnvoll. Ich meine, da sind noch ein paar coole Dinger dabei, aber eigentlich will man ja nur die richtig coolen haben, ne? Und es gibt schon ja echt ein paar geile, ne? Also ja. Das muss man ja auch mal so sagen. Also ich habe ja mal so ein Ding gefunden, echt, wo man hier, was weiß ich, eine fünffach verlinktes Item bauen konnte. Konnte man dann auch auf irgendeine. So, das war ja glücklicherweise in der Beta, das haben sie mir ja auch weggelöscht, deswegen haben sie mir sie auch gegeben. Damit das auch ordentlich wehtut. So. Soll ich dir mal... Was will Herr Wagner denn von uns? So, betretet Vagrants Arena. Also wir müssen da runter. Okay, dann machen wir das mal. Und ich glaube, da müssen wir da unten auch erst anquatschen. Vorher geht dann der Kampf auch nicht los. Ich glaube auch. So, und der will uns bestimmt den Popo verhauen. Also mache ich mal hier das Decoy-Totem. Wolltest du fallen irgendwie? Ja, könnte ich eigentlich machen. Macht Sinn. So. Und dann werde ich ihn doch jetzt mal... Ja, gut, dann... Alter, ich war sofort tot. Echt? Ja, der hat mir auch schon mal richtig den Arsch verdammt. Hast du ihn kaputt? Spiel mal das Lied vom Tod. Na, wir haben den ein bisschen über halb runter. So, zum Kontrollpunkt. Ah, das war ein ärgerlicher. Zum Glück ist das hier direkt hier draußen. Oh ja, das ist sehr gut. So, jetzt muss ich ja meine Dings mal wieder anschmeißen. Das war echt ärgerlich. Ich weiß gar nicht, kann man das nochmal versuchen mit dem? Ja, ne? Ich glaube ja, warte mal, eins fehlt mir noch. So, jetzt bin ich soweit. So, hier mein Dings. Wir können ja mal runtergehen. Oder wir haben sie nicht geschafft, ne? Das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube, du kannst das fortführen, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, mit dem Kampf beginnen. Aber der hat wieder volle Leben, ne? Ja, natürlich. Mach mal Kampf beginnen. Hä? Vielleicht? Ach so. Alter, das war Millimeterarbeit. Ich konnte gerade noch tot. Alter, was macht denn der? Ja, alle Punkte verloren, ne? Wirklich alle. Alter, was für ein Sack, ey. I've had rougher tussles in bed. Alter, was macht der Penner? So. Juhu.
Na toll, alle meine Punkte sind weg wegen dem Pisser. Darf ich dem nochmal in die Weichteilung treten? Ja, das du. Mach. Ich guck weg. Na toll. Aber der hat aber auch fies rausgerotzt, ne? Ja, der hat mich auch schon, ich weiß gar nicht, ob der das war, der hat mir auch schon mal, in irgendeiner Map hat er mir mal gehörig in die Suppe gespuckt. Mit meinen Duellisten ist das damals gewesen. Das war doch in der Tier 1 oder Tier 2 Map irgendwie. Mit dem grase ich ja immer nachträglich die eine oder andere Map nochmal ab, die wir zusammen gemacht haben. Ja, und da war der da auch und habe ich gedacht, oh, pff, so langweilig. Ja, Pustekuchen. Da hat der mich aber verratzt da. Und die auf der Map, die Gegner, die waren alle total easy. Ja, also bisher aufregend war das bisher alles nicht so, ne? Also was ich auf der Map rumlief. Dann bist du auf die Endbusse, ne? Nachher so, ja. Naja. Aber wir sind auch gut, ne? Also ich glaube, wir hätten mit der alten Skillung hätten wir auch viel mehr auf mit Ziel. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, ehrlich gesagt. Obwohl so richtig doll aufsteigen tun wir auch nicht, ne? Das auch. Nee, das ist das Problem. Obwohl ich hier immer noch zwei Skillpunkte in. Aber ich habe echt, zu viele, andere Projekte gerade, als dass ich noch groß was nebenbei zocken könnte, weißt du? Das ist echt das Problem. Und das sind alles Sachen, die auch höllischen Spaß machen, ne? Das ist ja das Problem. Ja, das ist immer zu wenig Zeit. Sonst beschwert man sich, dass man echt nicht so die Spiele hat, wo man Bock drauf hat. Ja, aber so phasenweise, ne? Und ich sag mal, also gerade so ein Let's Play so und dann, wenn man da auch was macht, was vielleicht nicht so als Let's Play geeignet ist, das kostet halt Zeit. Ne? Das ist, ist auch ein Hobby irgendwo. Ja, absolut. Absolut. Ich habe heute irgendwie wieder 6 Folgen Schatten des Krieges aufgenommen. Ne? Aber so mit Schneiden und Rendern und hast du nicht gesehen? Ja, das unterschätzt man immer, ne? Ja, ja, das unterschätzt man immer. Ist einfach so. Naja, wir haben hier Zeit. Also die Maps laufen ja auch nicht weg. Gerüchteweise. Da geht's wohl rein, was? Ja. Oh, du bist schon drin. Ach, das du ist aber die... Ja auch. Die Troller ist das. Oh, nee. Hat die dumme Nuss mich verlangsamt, oder was war das? Oder was ist das hier? Und die macht hier Bleeding, ne? Hab ich ja schon mal erwähnt, dass ich das nicht rein kann? Aber sie ist weg. So, das war gut. Also ich muss sagen, dieses Decoy-Totem, das rettet schon mir eine geile regelmäßig Sache, den Arsch. Ja. Und ich wundere mich immer wieder, also dass teilweise echt Endbosse da drauf abfahren, ne? Ja. Ist mir immer wieder ein Rätsel. Man hätte, ich habe irgendwann gedacht, irgendwann so vom Level oder von der Stufe des Gegners oder so, irgendwann ist das vorbei. Aber das reißt schon, das, ihre hässliche Kröte. Da hast du denn die Meldung bekommen, dass du es geschafft hast? Ja! Sehr schön. Leute, geschafft! Ja, geschafft. Guck mal, Stufe 85% habe ich jetzt. Also, warte, ich glaube 76, 9%, ja. Lass mich mal gucken. 2%. Hast du noch oder was? Was? Nee, 2% habe ich jetzt. Ach, hast du jetzt? Ja. Ich weiß natürlich nicht, wie viel du vorher gehabt hast. Das waren bestimmt 15. Oh, ja, okay, dann hast du Verlust. Ich habe jetzt 85. Ich hatte gehabt, ich meine auch um die irgendwie 72, 73, 74 oder so in der letzten Map, die wir vorher aufgenommen haben. Welches Level hast du jetzt? 76. 85 habe ich jetzt. Wenn wir so weitermachen, schaffst du mich zu überholen. Ich bin jetzt 77. Also zumindest einzuholen, so. Ja, zumindest einzuholen. So. Ja. Also ja, gut, in diesem Sinne, wollen wir zusehen, dass wir... Genau. Was wird mal was? Was machen wir da eigentlich? Wir reden übereinander. Also, danke und tschüss. Ganz genau. Danke und tschüss. Bis denn dann.